Auch Tiere sind manchmal krank und brauchen medizinische Hilfe. Dr. Wolfgang Sinzinger hilft. Er hat mit zwei Partnern und vielen Kolleginnen im Süden Stuttgarts eine große Tierklinik aufgebaut. Das Schönste ist eigentlich, wenn man einen komplizierten Fall erfolgreich behandelt hat. Und wenn so ein Patient kurz nach der Operation wieder dasteht und schon mit dem Schwanz wedelt und rausgeht, dann ist das ein gutes Gefühl. Fitnesstraining im Morgengrauen. Fast jeden Tag radelt Wolfgang Sinzinger um 6.30 Uhr einmal quer durch Stuttgart zu seiner Klinik. Wir haben ja einiges zu tun. Und da schadet es nicht, wenn man fit ist. Seine meisten Patienten sind Haustiere, ab und zu aber auch abgegebene Wildtiere, wie dieser Schwan vom Max Eitzee. Ja, es geht da unten schon noch weiter, also das ist schon eine ganz üble Wunde. Der sitzt ja den ganzen Tag auf seiner Wunde dann drauf, wenn die da unten ist. Ja. Und da ist das Management einer Wunde natürlich besonders schwierig. Das ist beim einen oder anderen Hund schon nicht so einfach, aber bei so einem Tier natürlich sowieso. Und ehrlich gesagt sind wir natürlich jetzt keine Wildtierklinik. Mhm. Aber sowas landet eben auch bei uns ab und zu. Und da müssen wir sehen, wie wir es managen. Oh, da geht es ja ganz tief rein. Schauen wir. Da müssen wir eine Drainage einlegen. Die Wunde ist tiefer, als Sie dachten? Ja, das geht hier 10 cm fast rein in die Brustmuskulatur. Sieht eher nach einer Pfählungsverletzung aus. Dass der irgendwo unsanft gelandet ist und da war ein Stab aus dem Wasser geraten, da ist er drauf oder irgendwie sowas. Da müssen wir sehen, wie die nächsten Tage da verlaufen, ob da eine gute Heilung zustande kommt. Wir schauen später noch mal, wie es dem Schwan geht. Passieren. Können Sie hier auch machen, gerne. Der Fachtierarzt für Chirurgie und Augenheilkunde in seinem Element zwischen Helfen und medizinischem Hightech. Er verbrachte als Kind viel Zeit auf dem Land bei den Großeltern, daher seine Liebe zu Tieren. Ich bin frühzeitig natürlich dort auf dem Land mit dem Tierarzt immer mitgefahren und da hat sich das so ergeben. Ich habe schnell verstanden, dann spätestens im Studium, dass mich die Medizin an der Tiermedizin interessiert und deshalb bin ich im Kleintierbereich gelandet. Da wird richtig Medizin gemacht. Im Großtierbereich ist das relativ eingeschränkt. Patientin Julie, 11 Jahre, und Frauchen Sabine Braun. Julie stammt aus Spanien, lebte dort auf der Straße. Julie hat Hüftprobleme und hat Schmerzen im hinteren Bereich. Und deswegen wird man heute MRT machen, um zu schauen, ob man operieren muss im Zweifel oder wo die Schwachstelle ist, ob es Bandscheibe oder eben Hüfte ist. Und wenn sie dann operiert werden müsste, haben Sie schon Angst? Ja, natürlich. Angst, klar. Weil sie ist wie mein Baby, sie ist seit 10 Jahren bei mir. Sie hatte nie irgendwas und sie macht eigentlich auch noch einen fitten Eindruck, aber manchmal hat sie schon große Schmerzen. Und wenn es ihr hilft, klar, dann würden wir es auch machen. Julie zeigt erst mal, wie sie laufen kann. Die Neurologin Diana Henke klärt das Gangbild. Sabine Braun erzählt ihr, dass sie ihre Hündin zu Hause auf die Treppe hinauftragen muss. So, jetzt würde ich sie gerne einmal auf die Seite legen. Ja? Die neurologische Untersuchung, ganz so wie auch bei uns Menschen. Das Rückenmark damit. Unter anderem. Ja, das geht prima. Hast du super gemacht. Ne? Schon fertig. Nein. Die Diagnose ist noch nicht eindeutig. Bandscheibe oder Hüfte? Deshalb geht's jetzt zum Röntgen. Und danach ins MRT. Großer Aufwand, teure Untersuchungen. Und die meisten Tiere haben keine Krankenversicherung. Auch Julie nicht.
Wenn Frauchen und Ärztin aber auf Nummer sicher gehen wollen, sehen sie durch ein MRT auf jeden Fall klarer. Also ich kann schon mal sagen, dass sie tatsächlich dort hinten eine Bandscheibenvorwölbung hat zwischen dem letzten Lendenwirbel und dem Sacrum, Kreuzbein. Das kann man halt auf verschiedenen Bildern hier schon sehen, muss aber das Ausmaß kann ich jetzt noch nicht so ganz genau abschätzen, das gucke ich mir jetzt alles genauer noch an. Sabine Braun am Nachmittag zurück aus dem Büro. Jetzt wartet sie auf das Ergebnis der Untersuchungen. Dr. Henke und Dr. Sinzinger entscheiden sich vorerst gegen eine OP, wollen es mit Cortison versuchen. So, da sind wir. Guck mal. Möchten Sie sie auf den Arm nehmen? Wir haben jetzt gleich noch mal eine Unterlage drunter gemacht. Hatten Sie sonst noch irgendwas dabei? An Leine oder ein Halsband? Das hab ich wieder dabei. Wunderbar. Perfekt, dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Frau Braun, gell? Ich check noch. Tschüss. Ja. Jetzt ist sie wieder. Alles gut. Gestatten, Kaninchen Brownie, 6 Monate alt mit einer Unterschenkelfraktur. Der Anästhesist bereitet Brownie auf die Narkose vor. Dann vor der Narkoseeinleitung zwangsgefüttert mit einer kleinen Menge Futter, damit Magen einigermaßen gefüllt ist. Kaninchen dürfen nicht in der OP mit leerem Bauch, also mit leerem Magen, weil das Risiko, dass sie nach dem OP nicht mehr zur normalen Magendarmfunktion kommen, ist zu hoch. Brownie und seine Artgenossen sind perfekte Haustiere. Niedlich, ruhig, gesellig und preisgünstig. Wenn, ja, wenn sie nicht krank sind. Es ist praktisch fast eine künstliche Beatmung. Und warum haben Sie das gemacht? Weil der selbstständig nicht geatmet hat. Jetzt macht das wieder. Kaninchenrasur für die OP. Etwas langwierig, denn das Fell ist besonders dicht und flauschig. 4 bis 5 Monate dauert es, bis das Fell wieder nachgewachsen ist. Es ist im Grunde eine einfache Fraktur, aber diese Knochen sind so dünn, da kann man nicht so elegant und einfach eine Knochenplatte drauf machen. Das würde alles zersplittern, sodass wir hier eine Nagelung machen müssen. Und dann kann das Kaninchen damit weitgehend rumhoppeln wieder. Sollte eigentlich gut zusammenheilen, weil es ja ein junges Tier noch ist. Da sitzt der Nagel schon drin jetzt. Kaninchen haben ja einen zunehmenden Stellenwert als Haustier. Und ich würde sagen, naja, 1 bis 2 Frakturen pro Monat haben wir da wahrscheinlich schon so im Schnitt. Die ganze Familie von Brownie ist da, das kranke Familienmitglied abholen. Alle haben während der Operation mitgebankt. Hi, grüß dich. Hallo. Also, wir haben hier Brownie heute operiert, ging alles gut. Mhm. Was war denn passiert? Ich wollte ausmisten und da hat sie sich ihre Pfote zwischen dem Käfig, wir hatten so eine Schublade, wo das Streu drin ist. Und dann habe ich die rausgezogen und dann saß die da, da ist die da im letzten Moment noch reingesprungen und da hat sie sich die Pfote eingeklemmt. Das war aber Pech, ne? Sitzt schon wieder ganz brav, guck mal her. So sieht es aus jetzt, ne? Und da ist dieses Gestänge drauf, das haben wir ein bisschen umwickelt, dass es gepolstert ist. Und in so einer Box, ein bisschen größer darf das natürlich schon sein, ist okay. Ansonsten muss man halt Geduld haben, bis die Zeit vorbei ist. Brownie darf 6 Wochen lang nicht viel hoppeln, muss allein in seiner Box sitzen. Ruhe ist angesagt. Nicht einfach für das junge Kaninchen. Zurück zu unserem Schwan von Max Eitzee. 2 Tierpflegerinnen und der Anästhesist Gaetano Bellifemine bereiten den Schwan für die Narkose vor. Vorsicht! Ein junger, wilder Schwan will anders behandelt sein als etwa ein Hund. Wir achten daraus, dass Augen einigermaßen gedeckt bleiben, weil die, also Vogel generell, sind im Dunkeln ruhiger.
Die Kollegin achtet darauf, dass er nicht so viel trampeln kann, dass er sich nicht selbst verletzen kann. Sein Jungtier, sehr kräftig. Er kriegt jetzt eine Inhalationsnarkose, so Gas durch die Maske. In einigen Minuten wird er auf jeden Fall langsam runterkommen. Machen bitte, solange der schläft, dann mal eine Thoraxaufnahme. Ja. Nicht, dass der da irgendwie ein Luftgewehrgeschoss oder irgendwas abgekriegt hat, was sich dann infiziert hat. Haben Sie schon öfter Patienten gehabt, die angeschossen worden sind? Ja, das gibt es immer mal wieder. Aber früher gab es das öfter. Das ist ja jetzt keine frische Wunde. Wer weiß, wie lange das Tier schon damit rumgeflogen oder geschwommen ist. Insofern ist es auch nichts, was man jetzt einfach zunähen kann. Das wäre noch das Einfachste. Dann wäre das versorgt und einigermaßen dicht verschlossen. Aber hier muss man eine offene Wundbehandlung machen. Wenn man das zunäht, dann gibt es einen dicken Abszess, der dann wieder aufplatzt. Also da muss die Heilung sozusagen von innen rauskommen. Und dann gibt es Wundauflagen, die man je nach Heilungsphase der Wunde da drauf machen kann, wie wir das jetzt hier befestigen, dass das auch seinen therapeutischen Effekt hat. Das müssen wir jetzt so langsam uns entwickeln, das weiß ich noch nicht genau. Wir müssen da also eine Drainage einlegen, weil das ja bis in die Tiefe infiziert ist. Das muss dann täglich gespült werden. Muss man sehen, ob das zur Heilung kommt oder nicht. Das ist nicht ganz genau voraussehbar. Ne? Wolfgang Sinzinger will in ein paar Stunden noch mal nach ihm schauen. Die Klinik in Stuttgart mit ihren 25 spezialisierten Ärzten ist gut besucht. Wenn ein niedergelassener Tierarzt nicht mehr weiterkommt, ist die Tierklinik oft letzte Hoffnung für die Lieblinge. Ob Katze oder Hund, Kaninchen oder Hamster, Schildkröte oder Maus oder eben ein Schwan, alle finden hier Hilfe. Bei Augenärzten, Kardiologinnen, Internisten, Reproduktionsmedizinern, Neurologinnen, Chirurgen und Anästhesisten. Lauter Spezialisten. Sonja Sinzinger, die Frau von Wolfgang Sinzinger, ist Kardiologin. Sie holt Kater Louis auf den Untersuchungstisch. Louis hat Blasensteine, muss operiert werden. Doch Louis hat auch ein Herzproblem. Sonja Sinzinger will untersuchen, ob sein Herz stabil genug für eine Operation ist. Zunächst per Ultraschall. Und idealerweise legt man die Katzen dafür auf die Seite und schallt dann praktisch von unten. Wir haben deswegen hier so einen speziellen Tisch uns herrichten lassen mit einem Loch. Und da wird die Katze draufgelegt und dann kann man von unten schallen, weil das Herz eben dann etwas auf den Brustraum runterfällt und die Lunge verdrängt. Ultraschall für einen Kater. Untersuchungsmethoden aus der Humanmedizin. Seit vielen Jahrzehnten erprobt. Heute auch für Tiere eine Selbstverständlichkeit. Also jetzt da das Herz. Sieht man den Vorhof. Man sieht die linke Kammer. Man sieht die Mitralklappe dazwischen. Wir wollen jetzt im Moment danach schauen, ob der linke Vorhof angestaut ist. Also ob praktisch das Herz momentan jetzt ganz gut mit der Situation zurechtkommt. Louis schaut recht entspannt in die Zukunft. Vielleicht übertragen sich Professionalität und Fröhlichkeit der Klinikmitarbeiter auf ihn. So, wie sieht's denn aus, ihr Kardiologen? Ich müsste jetzt langsam mal wissen, ob ihr uns ausbremst mit dem Louis oder ob der auf dem OP-Plan stehen bleiben kann heute. Wie sieht's aus? Also kardiologisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Der hat seine Herzerkrankung natürlich, aber momentan ist das Herz gut kompensiert am Arbeiten. Der Vorhof ist nicht gestaut und von daher könnte der ruhig in den OP gehen. Blutdruck ist auch schon etwas runtergekommen, ist auch besser geworden. Und von daher müssen wir jetzt heute nur noch mal Blut abnehmen, müssen noch die Nierenwerte und Kalium bestimmen. Die waren gestern etwas verändert und wenn die dann in Ordnung sind, dann wäre grünes Licht für die OP. Ich muss ja noch mal anrufen, Risiko nicht außergewöhnlich oder müssen wir da auf Vorsicht hinweisen? Risiko ist leicht erhöht. Auszeit von der stressigen Klinikarbeit.
Wann immer möglich, fährt Familie Sinzing am Wochenende auf ihren Hof im Welzheimer Wald. Nicht weit von Stuttgart entfernt und doch eine andere, ruhigere Welt. Ihre beiden älteren Kinder studieren mittlerweile Tier- und Humanmedizin. Der jüngste Sohn, noch im Gymnasium, ist gern dabei, mit seinem Vater Holz zu machen für den Winter. Tiere auch in der Freizeit. Sonja Sinzinger lebt ihre Liebe zu Pferden aus. Aus der Tierliebe wurde für beide ein Beruf. Wolfgang Sinzinger musste dafür einige Umwege gehen. Ich musste nämlich sozusagen auswandern, weil ich ja auch zu der Klasse Schüler gehörte, die jetzt nicht im oberen Fünftel mitschwammen. Und mit einem zwar guten, aber mittelmäßigen Schnitt bekam er ja keinen Studienplatz. Und wohin sind Sie ausgewandert? Ja, da bin ich nach Chile, und zwar nicht in die Hauptstadt, sondern nach Südchile. Studium auf einem anderen Kontinent, in einer fremden Sprache. Nach 2 Jahren hat sich ergeben, dass ich in Gießen dann reingerutscht bin. Und da hat mein Vater natürlich gesagt, so, jetzt reicht es, jetzt kommst du mal nach Deutschland. Und es war auch gut so. Also für die klinischen Fächer, für die Medizin ist natürlich Südchile nicht optimal, kann man sich ja vorstellen. Dieses Gebäude ist seit 2018 das Domizil der Stuttgarter Tierklinik. Auf 2000 Quadratmetern engagierte Fachärzte und hochmoderne Technik für die kleinen Patienten. Ich bin bei euch eingemeldet. Mein Name ist Schneider. Ich habe telefoniert mit einem Kreuzbandriss. Ein Notfall. Udo Schneider hat seinen Italienurlaub abgebrochen. Der Hund ist verletzt. Seinen Namen Benny erhielt der Wuschel nicht zufällig. Ja, Benny ist jetzt 10 Jahre alt geworden. Und zur damaligen Zeit ist der Papst gewählt worden, unser Benedikt. Und als wir den als Welpen geholt haben, hat er im Prinzip, wo ich ihn hochgehoben habe, genauso geschaut, so schlitzohrig wie der Papst. Letztes Jahr schon ein Kreuzbandriss, ja. Gerade wieder. War er immer ein anfälliger Hund? Noch gar nicht. 9 Jahre gesund. Und seit dem 9. Jahr, ja, der erste Kreuzbandriss und jetzt leider der 2. Innerhalb kurzer Zeit. Die Vermutung Kreuzbandriss bestätigt Wolfgang Sinzinger. Doch es kommt noch dicker. Jetzt haben wir folgendes zusätzliches Problem. Der Hund hat ein sehr unangenehmes Herznebengeräusch. Und zwar, ich bin jetzt ja nicht der Kardiologe im Haus, aber wir klassifizieren das in 6 Grade ein. 1 ist so gerade mal hörbar und 6 ist dramatisch hörbar. Da spürt man das schon schwirren an der Brustwand. Und er hat jetzt von 6 Graden ist er bei etwa 4, also sehr deutlich zu hören. Und immer wenn man so ein Herzgeräusch hört, heißt das, dass eine Herzklappe nicht richtig schließt. Und erst wenn das fast dann kurz vorm Überschwappen ist, merkt man es. Und dann läuft die Lunge voll, der Hund hat ein Herzversagen. So weit sind wir noch nicht. Aber wenn wir jetzt eine größere Anästhesie vor uns haben, dann sollte man natürlich eine kardiologische Untersuchung machen. Geht's Ihnen nach der Diagnose? Haben Sie das erwartet? Nee, ich bin schon ein bisschen geschockt. Mhm. Mit dem Mann jetzt natürlich nicht gerechnet, dass er natürlich noch Herzprobleme hat. Mhm. Ja. Das ist also schon. Ja. Aber Sie vertrauen dem Arzt? Ja. Mhm. Der soll das jetzt so machen, dass es alles passt. Und, ja. Aber schon ein bisschen schockiert. Ja. Mhm. Okay. Während Sonja Sinzinger Bennys Herz untersucht, wissen diese Tierbesitzer noch nicht, was auf ihre Lieblinge zukommt. Die Kardiologin gibt grünes Licht. Bennys Kreuzbandriss darf operiert werden. Dr. Billy Femine bereitet die Narkose vor. Der Anästhesist der Klinik kennt sich aus. Als Herzpatient müssen wir mit der Narkose sehr aufpassen. Erfahrung, die den Tieren zugutekommt. Was war seine Motivation, Tierarzt zu werden?
Ich glaube, das ist ein Job, der sehr mit Tierliebe zu tun hat, aber das ist nicht das Einzige. Also die Liebe für die Medizin ist sehr wichtig. Ich habe ein Privileg, ich kann jeden Tag Tiere streicheln. Und das ist auch nicht für jeder. Ja, das ist auch schön. Auf geht's in den Operationssaal. Mit Schwester Nathalie Schurer und Wolfgang Sinzinger. Zuerst eine Gelenkspiegelung. Gut, dann legen wir los. Benny und sein schwaches Herz. Eine Risiko-OP. Ja, das ist ein sehr kleines Gelenk. Da müssen wir mal sehen, ob wir da eine gute Spiegelung machen können. Wir gucken mit einer kleinen Kamera ins Gelenk. Mhm. Denn mit der Problematik Kreuzbandriss ist in der Regel auch ein Meniskusschaden da, sehr häufig jedenfalls. Und den darf man nicht übersehen, sonst nützt die beste OP nichts. Und der Hund wird nicht laufen, wenn der Meniskus eingerissen ist. Der verletzte Meniskusanteil muss dann eben in Ordnung gebracht werden. Glück gehabt. Kein Meniskusschaden. Und Bennys Herz macht mit. In ein paar Stunden kann Herrchen ihn abholen. Wolfgang Sinzingers Berufsbild hat sich im Laufe der Jahre enorm verändert. Er führt heute Eingriffe durch, von denen er 10 Jahre zuvor nicht zu träumen gewagt hätte. Es hat sich selbst in meiner Tierarztkarriere dramatisch verändert. Es liegt natürlich auch daran, dass das Tier, das Haustier, Hund, Katze, ein Stück weit auch Kaninchen, einen immer höheren Stellenwert in der Familie haben. Und auch die rechtliche Situation ist ja so, dass man ein Tier nicht einfach einschläfern darf, sondern wenn man es hat, hat man auch eine Verantwortung zu tragen. Und die Bereitschaft, hier sehr weit zu gehen in der Diagnostik und in der Behandlung, ist eben enorm, hat sich enorm verändert. Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Ja, wenn ich bedenke, dass wir heute diagnostische Möglichkeiten wie CT und MRT, also Kernspintomographie, haben und dass wir vaskuläre Eingriffe machen. Da geht man mit kleinen Kathetern über die Halsschlagader oder über die großen Gefäße in der Leiste ein und dringt zu dem Organ vor und kann da Gefäße verschließen oder Tumoren sogar lokal behandeln. Das hätte ich vor wenigen Jahren noch nicht gedacht, dass wir jemals so weit kommen. Der Tierarzt und sein Team kümmern sich erneut um den Schwan von Max Eitzee, ihr Sorgenkind. Auffällig der hohe Frauenanteil in der Tierklinik. Sind Frauen tierliebender und mitfühlender? Es ist von Natur jetzt so gegeben, dass in dem Beruf sehr viele Frauen unterwegs sind. Und in dem Fall ist es sicherlich so, dass die da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Herzblut reinlegen wie manch ein anderer. Das kann schon sein, ja. Und Frauen machen zumeist das bessere Abitur, können damit Tiermedizin studieren. Nur 1/5 der Tierärzte sind Männer. Und was macht der junge Schwan? Wer kommt in dem Fall für die Kosten auf? Es gibt ja keinen Privatbesitzer. Ja, wer kommt auf? So will ich gar nicht laut sagen, wer dafür aufkommt. Die Tierklinik natürlich. Das zahlt kein Mensch, das zahlt klar. Für so eine Stunde mit 3 Leuten ist der geschwind mal weg. Das ist schwierig darstellbar auf Dauer. Aber so viel ist es nicht. 1, 2 pro Woche, manchmal sind es auch mehr. Und wie gesagt, da müssen wir uns arrangieren. Ist ja auch mal was anderes. Es gefällt den Mitarbeitern dann auch, wenn mal eine Schildkröte kommt oder eben wie hier ein Schwan. Nässe ist der große Feind der Wunden, Feuchtigkeit. Da bilden sich die Bakterien. Pampers haben ja den Vorteil, sind sehr saugfähig und die unterste, die innerste Schicht bleibt trocken. Das ist der Vorteil. Bleibt nicht viel anders übrig, wie das mit Leukoplast so ein bisschen rumzufixieren. So sieht es ja jetzt ganz gut aus. Die Frage ist, wie es aussieht, wenn der Kamerad aufgewacht ist. Wird man dann sehen. Also es kann schon behandlungsintensiv werden, dass man das immer wieder wechseln muss. Müssen wir jetzt mal probieren. Am nächsten Tag wird Wolfgang Sinzinger Schwan und Verband noch mal kontrollieren. Bennys Herrchen kommt,
erwartungsfroh. Sein Liebling ist inzwischen aus der Narkose erwacht. Ja, ich habe ihn abgehört, hab man gar nicht viel gehört von dem Herznebengeräusch. Okay. Schön ruhig, Blutdruck unten. Dann gehen Sie lieber ein bisschen länger draußen, kontrolliert. Hi, Schatz. Hi. Ich bin topfit. Lady. Oh. Ja, und da müssen wir auch durch mit dem Halskragen. Ja. Nicht, dass er sich den verbrannt macht. Stimmt das? Ja. Ah, das kommt jetzt doch schön weg, mein Herr. So, jetzt. Jetzt lass dir mal anschauen. Hey. Ich kenn's doch einander. Ja, ich will nur aussetzen. Aber der wird sich heute Abend schon hinlegen. Wir oder ich will alle Hunde, die ich am Kniegelenk operiert habe, nach 6 Wochen noch mal sehen. Da muss der Hund sehr gut laufen schon. Da machen wir noch ein zeitliches Röntgenbild, ob der Knochen gut verheilt ist. Und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Bleibt Udo Schneider noch zu zahlen? Die moderne spezialisierte Tiermedizin hat ihren Preis. 2.500 Euro. Also OP ist da dabei. Dann die Kardiologie, was gemacht worden ist. Ja. Ja, ich weiß es, kann es nicht ändern. Aber das ist mein Baby, das wäre das kein Thema, kein Problem. Dr. Sinzingers Arbeitstag besteht nicht nur aus Operationen und Sprechstunden. Etwa 4 Stunden am Tag, so schätzt er, verbringt er am Schreibtisch. Verwaltung der Klinik mit 90 Mitarbeitern. Wer kann einmal in seine Fußstapfen treten? Meine Tochter, die wusste auch nach dem Abitur erstmal gar nicht, was sie machen soll. Hat aus Verlegenheit, weil sie auf Reisen gehen wollte, dann gejobbt bei uns. Und es hat ihr dermaßen gut gefallen, dass sie sich sofort angemeldet hat und dann im Nachrückverfahren mit ihrem doch sehr guten Abitursschnitt einen Studienplatz bekommen hat. Und sie ist jetzt im 3. Semester. Das heißt noch lange nicht, dass sie hier mal dann hauptamtlich das Management übernehmen wird. Aber die Hoffnung und der Traum ist natürlich da. Am nächsten Morgen die tägliche Besprechung für einen neuen Tag. Was steht an? Welche Tiere sind für welche Behandlungen angemeldet? Wer macht was? Und wir gehen erstmal runter auf Station, machen dann gucken uns den Schwarm noch mal an. Das sah gestern ganz gut aus. Schauen wir mal, wo wir stehen. Hoffentlich letzte Untersuchung des Schwarms. 3 Tage sind seit seiner Einlieferung vergangen. Noch mal eine Kurznarkose, dann in Ruhe anschauen, die Wunde ein letztes Mal spülen. Der Klinisch für einen Zustand. Ganz gut, der passt auch gut. Ja. Kollege Djordjevic hat es gestern Abend noch mal behandelt. Das sah eigentlich ganz gut aus. Ja. Behandelt heißt was? Was hat er mit ihm gemacht? Nochmal die Wunde gespült. Wenn da so eine Drainage drin ist, muss das ja mindestens einmal am Tag versorgt werden. Sonst steigen da mehr Bakterien auf, wie wir rausspülen können. Die septische Wundlösung hineinspülen. Ich mache das 3-mal und dann haben wir es schon geschafft. Ich würde sagen, das ist ein Zustand, dass man den in die häusliche Pflege sozusagen, also zum Tierheim, entlassen kann. Die haben ja einen Tierarzt vor Ort. Der kann das ebenso natürlich behandeln. Und hat ein bisschen mehr Freilauf wie bei uns. Ohne Ihre Hilfe hätte der das jetzt nicht überlebt? Ob so eine Wunde dann wirklich heilt oder ob das zu einer unkalkulierbaren Entzündung führt, die dann zu einer Sepsis führt, letztendlich mit Verlust des Lebens, ist nicht genau zu sagen. Aber so ein Wildtier hat wenig Chancen, das in der Natur dann zu überleben. Dr. Sinzinger konnte dem gefiederten Pechvogel helfen. Der junge Schwan hat eine zweite Chance.